Lass dich nicht stressen. Oh. Hi, Nisi. Hallo. Willkommen im SSC-Taxi. Danke. Ganz einfach, ich fahre dich hin, wohin du, wo immer hin du möchtest, und du beantwortest mir einfach ein paar Fragen. Okay. Natürlich, Thema Nummer 1 heute, das Spiel am Mittwoch gegen Dresden. Live auf Sport 1, 19.30 Uhr. Ich wiederhole, live auf Sport 1. Ganz einfache Frage erstmal, wie habt ihr euch auf Dresden vorbereitet? Ja, also, du sagst mir immer, nach rechts mit einer. Das ist jetzt aber Multitasking vom Feinsten. Ja, erstmal gut, natürlich normal. Wir hatten Spielfreiwochenende, das kommt uns, glaube ich, ganz zugute. Wir haben dann 2 Tage frei gemacht. Und aber dafür auch umso härter trainiert. Von daher, denke ich, sind wir erstmal gut vorbereitet. Und ja, jetzt startet die Woche und dann fahren wir morgen auch schon los. Wie du ja weißt, haben wir nicht nur am Mittwoch ein Spiel gegen Dresden, sondern auch am 20.12. gegen Dresden. Einmal im Pokal geradeaus weiter wahrscheinlich, ja, ne? Welches Spiel ist denn auch intern bei euch so ein bisschen höher zu werten? Klar, am Mittwoch jetzt ein Punktspiel, eines von vielen. Und am 20.12. das K.O.-Spiel und der mögliche Einzug ins Finale und dann die Tour nach Mannheim. Ja, also ich glaube, ganz klar nach rechts von. Ganz klar, das Pokal, denke ich, für uns das absolute Top-Thema. Es ist, ja, sind die wenigsten Spiele, es ist K.O.-Runde, es ist Gewinnen oder Verlieren, das ist immer natürlich ein Highlight. Und auswärts in Dresden ist das natürlich auch halt mal was ganz Besonderes. Das wird, denke ich, sehr schwer. Und diesen Mittwoch kann man vielleicht auch erstmal ein bisschen gucken, wie man da so steht und was man dann noch, woran man noch arbeiten muss, und ist auf jeden Fall ja die optimalste Vorbereitung, wenn man schon vorher mal kurz vorbeigeht. Wie du ja auch weißt, gibt es am Mittwoch wieder eine Sonderfahrt, eine Fanfahrt von den eingeschweißten und Hardcore-Fans des SSC. Richtig gut. Sehr gut, finden wir auch. Nehmt ihr sowas denn auch wahr, gerade jetzt vor kurzem für Spielburg, wo wirklich dann auch 10 Leute die Reisestrapazen auf sich genommen haben, 8 Stunden nach Spielburg gefahren sind, euch angefeuert haben, ein geiles Match gesehen haben. Ja, einfach mal auch, wie ihr das so wahrnimmt in der Mannschaft und wie toll ihr das einfach findet. Also ihr werdet das ja wohl toll finden, denke ich. Ja, natürlich. Also es ist eine riesen Unterstützung für uns, und ich glaube, vor allem jetzt auch Vilsbiburg, wo wir gar nicht mehr gerechnet haben. Wir waren die paar Tage vorher noch da beim Fanclub-Stammtisch mit Essen und alle so, wie schade, dass wir da nicht hinfahren können. Auf einmal stehen eben doch 10 Leute da und du denkst, hey, was machen die denn jetzt hier? Also so wirklich, wirklich cool, so viel Fahrt auch auf sich zu nehmen, finde ich unglaublich. Wir wissen ja als Spieler selbst, wie das ist. Ja, so lange im Bus zu sitzen, und das ist schon echt. SSC, SSC. Stuttgart direkt am zweiten Weihnachtstag. Wie sehen deine Weihnachtstage aus? Also viel mit Weihnachten feiern, Familie und schön ausruhen ist ja nicht. Wie sieht es denn über die Weihnachtstage bei euch aus oder bei dir auch persönlich? Ja, wir haben natürlich volles Programm. Wir spielen am 26. auch live auf Sport 1. Können wir jetzt schon mal rein? Nur auf Sport 1. Immer ein Highlight nach dem anderen. Und das auch für uns natürlich als Mannschaft oder ja, alle Teammitglieder sind da involviert. Das wird natürlich Weihnachten ein bisschen kürzer machen für uns, beziehungsweise erstmal trainieren wir dann durch. Wir werden am 24. auch noch trainieren, dann natürlich auch klar ein paar Stunden frei machen, aber am 25. ist auch schon wieder unmittelbare Spielvorbereitung. Von daher wird es ein bisschen kürzer ausfallen dieses Jahr. Danach haben wir aber wahrscheinlich einen Vertrag. Ist das ein Problem für dich oder ist das ganz entspannt? Oder? Ja, es ist natürlich nicht schön, man wünscht sich das anders, aber das ist halt auch dann in der Hinsicht irgendwo unser Job, und da müssen wir durch, das machen wir auch gerne, das sind ja auch coole Spiele. Und da investieren wir das dann auch gern. Ich denke, wir sind ja auch zusammen, die Mannschaft ist ja wie meine zweite Familie, wir sind immer alle auf einem Fleck und das ganze Jahr über oder zumindest die ganze Saison über wirklich eng beieinander, und da
dann natürlich. Gibt es auch Bescherungen untereinander im Team? Habt ihr da irgendwas vorbereitet? Schrottwichteln ist ja irgendwie sowas Bekanntes, was man in der Weihnachtszeit macht. Oder gibt es einen großen Braum in der Palmberg Arena und ihr sitzt dann am 24. Morgen alle da drunter und packt gegenseitig Geschenke aus? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, also ja, wir variieren das ein bisschen, worauf wir so jedes Jahr Lust haben. Manchmal gibt es auch nichts, aber wir haben Schrottwichteln, hatten wir auch schon mal dabei. Ist natürlich immer eine lustige Sache. Dieses Jahr machen wir es aber ganz ja, normal und spannend. Haben Zettelchen gezogen mit Namen drauf, alle dabei, und dann machen wir das bei unserer Weihnachtsfeier, die ist aber kurz vor Weihnachten. So, wir sind jetzt gleich auch da. Ich bedanke mich erstmal für das Interview, für die Einblicke. Danke für die nette Fahrt mit zwei fast Toten. Ja, Mensch, da sind wir auch noch gut dabei. Aber wir haben es ja geschafft. Die Info nochmal für alle Zuschauer, wer die Weiterreise am Mittwoch nicht antreten kann, weil es zu weit ist und die Mädels nicht vor Ort in der Margon Arena anfeuern kann. Denkt dran, 19.30 Uhr wieder live auf Sport 1. Also jeder kann den Mädels, egal ob in der Arena oder auf der Couch, zujubeln. Und ich denke, es geht nur gemeinsam und deshalb machen wir das auch so. Wir freuen uns, wenn viele einschalten, wenn viele vor Ort sind. Die Fanfahrt oder die mit der Fanfahrt mitfahren, die sehen wir ja am Mittwoch. Ansonsten Nisi, ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Schönen Tag zu Hause. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.